Da haben wir wieder die Arbeitsmaterialien: Schere, Büroklammer, Klebstreifen, Lineal und ein Blattl Papier. Jetzt werden wir da unseren Delta-Segler machen. Der ist fast so ähnlich wie der vorige, den wir gemacht haben, aber doch ein bisschen anders. Wir starten also wieder, indem wir das da zusammenklappen, sodass die Ecken genau auf die Ecken sind. Also einmal in der Mitte der Länge nach falten und den Falz nachziehen. Dann, wie beim vorigen, da eine Ecke in die Mitte falten und da auch in die Mitte falten. Und wie beim vorigen folgt man das da auch noch einmal in die Mitte. Und auf der anderen Seite auch. Ja, und zuletzt einmal zusammenklappen. Soweit ist jetzt da nichts Neues dazugekommen. Das sollte jeder zusammenbringen. Und jetzt nehmen wir da hinten. Na super, alles habe ich aufgeführt, aber einen Bleistift nicht. Wo ist mein Bleistift? Da hinten. Das mache ich jetzt gefühlsmäßig. Gell? Ich könnte jetzt natürlich hergehen mit Lineal und da genau abmessen. Dann sind das bei mir 10,5 cm und 10,5 dividiert durch 3. Ach, weißt du was. Ich teile das einfach so mit zwei Stricheln auf, dass das ungefähr so drei Teile insgesamt werden. Und da bei diesem schmalen Teil da, wie machen wir das? Zeichnen wir es uns ein, dass wir es ungefähr sehen. Ach, das geht schon so. Vorne bis zur Spitze, aber hinten genau bis zu diesem Drittel. Da kommt es jetzt nicht auf jeden Millimeter drauf an. So. Und auf der anderen Seite machen wir das auch. Am besten ist jetzt einfach da auf den anderen Flügel drauflegen. Und man sieht schon, das ist jetzt überhaupt kein Problem, dass das davon nicht genau war. Aber beide Flügel sind symmetrisch. Ich falte das wieder ein bisschen auseinander. Schnapp mir einen Klebestreifen. Und pick das da oben zusammen. Tja, und im ersten Moment denkt man sich wahrscheinlich, das schaut ja genau gleich aus wie das andere Flugzeug. Ja, nicht ganz, gell? Aber wenn ich mir das anschaue, da sieht man schon den Unterschied. Ich kann es so verkehrt drauflegen, da sieht man es gleich. Beim vorigen waren die Flügel kleiner. Die sind jetzt da ein bisschen größer. Probieren wir mal aus, wie denn das Ding da fliegt. Und dann spielen wir uns wieder, so wie vorher, eventuell Höhenruder und Seitenruder.